Hallo, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Werden Haare dünner, stellt sich schnell die Frage nach der idealen Haarpflege. Die Antworten sind vielfältig, genauso wie die Ursachen von Haarverlust oder dünner werden im Haar. Doch es gibt einfache Tipps, die jeder beachten kann, um dünnes Haar schonend zu pflegen. Das beginnt schon beim Haare waschen. 2 bis 3 Mal die Woche reicht völlig. Am besten zuerst Spray oder andere Styling-Rückstände ausbürsten, dann mit lauwarmem, nicht zu heißem Wasser waschen, um das Haar nicht zusätzlich zu stressen. Möglichst kleine Mengen an mildem Shampoo verwenden. Generell sollte man die Haare beim Waschen nicht zu stark massieren, dann ordentlich ausspülen, denn Shampoo-Reste beschweren das Haar unnötig. Zum Schluss kurz das Wasser kalt stellen, das regt die Durchblutung der Kopfhaut an. Das Haar vorsichtig ausdrücken, in ein Handtuch schlagen und am besten ein paar Minuten darunter vortrocknen lassen. Ihre Haare sind in nassem Zustand besonders empfindlich. Mit einem grobzinkigen Kamm von den Spitzen zum Ansatz durchkämmen. Ist langes Haar an den Spitzen verklettet, verwendet man am besten eine hochwertige Bürste mit Naturborsten. Regelmäßiges Haareschneiden hat übrigens keinen Einfluss auf Haarausfall. Je kürzer die Haare, desto weniger Eigengewicht haben sie. Und natürlich bleibt man beim Kämmen weniger in kurzen Haaren hängen und reißt sie deshalb auch nicht so schnell aus. Wenige oder dünne lange Haare sehen auch schnell noch dünner und fransiger aus, wenn der Haarschnitt nicht mehr in Form ist. Deshalb auf jeden Fall regelmäßig die Spitzen schneiden. Eine moderne Kurzhaarfrisur oder ein Bob sind besonders für dünnes Haar geeignet. Natürlich muss so eine Frisur auch zu Ihrem Typ passen. Am besten lassen Sie sich da von dem Friseur Ihres Vertrauens beraten. Nicht jeder hat die Zeit, seine Haare in der Luft zu trocknen. Gegen Föhnen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Aber bitte nicht so heiß und so lang. Das trocknet Ihr Haar aus. Feines und dünnes Haar sieht durch Strähnchen in verschiedenen Farbnuancen voller aus. Durch die Kolorierung oder Blondierung wird die äußere Haarschicht leicht angeraut. Sie wird dadurch griffiger und fällt nicht so leicht zusammen. Natürlich belastet Färben die Kopfhaut und das Haar. Je dunkler die eigene Naturhaarfarbe, desto kritischer. Dunkle Haare blondieren funktioniert nur über Bleichen. Dies strapaziert die Haare besonders. Deshalb lieber biologische Tönungsmittel bzw. Naturhaarfarben nutzen. Für alle Farbveränderungen gilt: Die Haare sollten danach mit Haarkuren oder Masken